So, willkommen zum Praxistest. Wir testen den Empfänger mit Vorverstärker. Das ist ein Geradeausempfänger. Geradeausempfänger ohne Vorverstärker funktioniert nicht. Der Detektorempfänger funktioniert nicht, weil ich keinen NF-Verstärker eingebaut habe, keinen Treiber. Wir haben zwar Sender empfangen, mit dem Detektorempfänger haben wir Sender empfangen, aber die waren so leise, dass wir sie auf der Kamera nicht wirklich gut darstellen könnten. Und jetzt testen wir mal den Empfänger mit HF-Vorverstärker. Dazu verbinde ich erstmal die Schaltung mit Plus. Achso, und wir hatten vorher schon den Sender eingestellt. Kannst du auch ein bisschen lauter machen, wenn du möchtest. Und am Frequenzsockel können wir jetzt einen anderen Sender einstellen. Wieder einen anderen Sender. Heute ziemlich viele Sender auf Mittelwelle. So, jetzt testen wir den Geradeausempfänger. Unterschied zum Detektorempfänger ist, dass beim Geradeausempfänger die Diode vorgespannt ist. Das heißt, die Diode ist bereits im leitenden Zustand. Wir verwenden hier auch eine Siliziumdiode statt einer Germaniumdiode. Beim Detektorempfänger muss ja der Empfänger... Da haben wir die Diode. Der Empfängerteil muss ja die Hochfrequenz so stark aufschwingen durch den Schwingkreis, muss so eine hohe Spannung entstehen, dass die Diode eben leitend wird. Und in dem Fall ist die Diode schon leitend und wir haben eine höhere Empfindlichkeit. Zusätzlich, wenn wir schon eine Versorgungsspannung haben, haben wir noch einen zweistufigen HF-Verstärker dazu geschaltet mit zwei Transistoren, der eben dann entsprechend hohe HF-Pegel an der Diode bereitstellt. Und so erhalten wir einen recht empfindlichen Geradeausempfänger. Jo, dann versorgen wir die Schaltung mal mit Strom. Und wir hören schon etwas. Wir können jetzt an dem Geradeausempfänger, an dem Prekondensator, Sender einstellen. Vielleicht ein bisschen lauter machen, dass man es besser hört. Laut die Sender sind sehr laut, also starke Sender sind sehr laut. An der Spule können wir auch die Sender ändern. Ja, haben wir auch drei Sender. Mindestens. Okay, jetzt kommen wir zum Audion. Audion ist ein geradeaus Verstärker mit Rückkopplung. Versorgen wir die Audionschaltung mal mit Strom. Und wir haben schon einen Sender. Allerdings ist noch zu viel Rückkopplung eingestellt, deswegen pfeift es ein bisschen. Aber der ist schon richtig laut. Ja, dann versucht man die Rückkopplung einzustellen. Nehme ich mal die etwas zurück. Ob du es gut herbekommst. Leise. Ups. Also es ist wirklich Fingerspitzengefühl gefordert. Die Rückkopplung einzustellen ist schwierig, aber jetzt haben wir schon weniger Rückkopplung, weil wir auf dem Sender da drauf sind. Das sogenannte Schwebungsnull. Ja. Aber wir machen ein bisschen weniger Rückkopplung. Jetzt funktioniert es. Vielleicht noch die Frequenz genau einstellen. Ja, ich denke, man hört schon ganz gut. Ich glaube, haben wir die Frequenz genauer eingestellt, ja. Ja, man kann es ganz gut hören. Ja, super. Man kann auch andere Sender einstellen, aber das ist momentan der stärkste Sender. Und andere Sender sind noch schwerer zum Einstellen, wenn sie schwächer sind und auch leiser. Denn da fehlt noch eine Verstärkerstufe zwischen dem Audion und dem Endverstärker.
Ah, da haben wir noch einen starken. Gut. Ah, das sind jetzt zu viele Kopplung drauf. Ja, und das ist der Nachteil, wenn man die Frequenz verstellt, müsste man die Rückkopplung jedes Mal wieder nachziehen. Aber es geht eigentlich. Ja. Ja, funktioniert gut. Ja, sieht sehr gut aus. Gewitter ist auch, wie man hört. Ja. Ja, wir haben Gewitter wieder. Ja. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder einen Geradeausempfänger aufgebaut, diesmal mit drei Transistoren. Also 1, 2, 3 und dann geht's die NF weiter. Die Antenne haben wir hier am Eingangskreis dran. Und der Transistorempfänger ist eigentlich nur der Superhead, nur modifiziert. Wir haben dem Superhead den Lokaloszillator abgeschlossen. Also der Lokaloszillator schwingt zwar, ist aber nicht verbunden mit dem Mischer. Dann haben wir den ZF-Trafo, den Parallelkondensator in Anführungszeichen geklaut. Dadurch ist es ihm ziemlich egal, welche Frequenz durchgeht. Also vorher hat er quasi eine scharfe Resonanz auf 455 kHz, wenn er richtig abgeglichen ist. Jetzt lässt er einfach alle möglichen Frequenzen durch. Das ist ihm egal. Weiterhin haben wir dem ZF-Filter die Masse geklaut. Dadurch wird es nichts anderes wie ein Koppelkondensator. Und ja, wir haben jetzt eigentlich dadurch einen Geradeausempfänger mit 3 statt 2 Transistoren. Wir haben uns gedacht, das führen wir einfach mal vor und Dave Rosa macht das jetzt. Ja, dann gucken wir mal, stellen wir mal die Sender ein. Vielleicht ein bisschen lauter machen, dass man was hört. Ja. Einen Sender haben wir hier. Ja. Dann hier noch ein Sender. Hier der Sender mit Echo, den hatten wir vorher schon, oder? Ja, der Sender mit Echo. Audio. Ja, genau. Und noch einen Sender. Genau, das kann man auch zeigen, dass, die Signal-LED auch funktioniert. Also die LED zeigt an, wenn ein Signal empfangen wird. Signal-LED an? Wenn der Pegel, man sieht, dass die Modulation, man sieht, dass die blinkt. Wir können den Sender ja genauer einstellen oder wir nehmen den anderen Sender. Haben wir was da? Musik kommt auf Mittelwelle. Da haben wir noch irgendwas, Erträger, ja. Aber es ist ein Signal da. Sieht man an der LED. Ja, ja genau. Der Stark und der Echo-Sender. Okay. Ja, wir haben 3 Sender. Okay. So, jetzt wollen wir das Ganze zum Superhead umbauen. Dazu machen wir erstmal die Lautstärke auf. Oh, lassen wir die Lautstärke so, wie sie ist. Lass mal es hören. Also, das Erste, was wir hinzufügen, ist mal die Masse vom ZF-Filter. Die Masse vom ZF-Filter? Somit haben wir schon mal einen Filter, der bloß 455 kHz durchlässt. Okay. Dann geben wir dem Trafo den Parallelkondensator, um den Filter zu verbessern, wenn man so möchte. Schmalbandiger zu machen. Der ZF-Trafo wurde vorher schon abgeglichen. So, jetzt funktioniert das Ganze aber immer noch nicht. Wir hören immer noch den Sender sehr leise durch, weil einfach genug HF da ist, die sich da einfach irgendwie durchschummelt, wenn man so möchte. Um das Ganze jetzt zum Superhead umzubauen, fügen wir noch den Lokaloszillator hinzu. Wir brauchen noch einen Lokaloszillator. Und schon hören wir einen anderen Sender. Ah. Wenn wir ein bisschen lauter machen, hört man vielleicht auch besser. So, dann können wir mal schauen, dass man das so empfangen. Da haben wir jetzt einen schönen Effekt, aber den zeigen wir später. Wir haben ein Signal, mach mal lauter, das extrem stark vor sich hin verzerrt. Das zeigen wir nachher, was man dagegen machen kann. Jetzt schauen wir, ob noch was anderes hergeht. Schauen wir mal. Noch ein Sender. Noch ein Sender. Noch einer. Du kannst auch an der Spule drehen, damit kannst du den Bereich vom Lokaloszillator verschieben. In dieser abgleichbaren Spule, in dem Dreko. So, jetzt bist du eben recht unten im Frequenzbereich. Bin recht unten, ja. Gut, wir können auch höher gehen. Also wieder raus. Du musst aber dann auch den Eingangskreis ungefähr auf den Dreh ungefähr auf halbe Kapazität vom Eingangskreis. Ja, okay. Weil du hast jetzt den Eingangskreis noch recht tiefe Frequenzen abgeglichen. Ja. Ja, haben wir einen Sender aus England, oder? Ja.
zu machen, höheren Frequenzen. Genau. Ich bin da schon auf. Du kannst mal mit dem Eingangsteil spielen. Vielleicht bringt der Empfang schon besser. Und gut, ich meine, das sind alles eh schon S9 da, wenn man so möchte. Das ist das. Genau. Kannst du mal drehen? Oder wird es sogar noch schlimmer? Übersteuerung. Jetzt hast du es ja viel angepasst, jetzt geht's, aber vorher war es noch schlimmer. Ja. Da war es noch leiser. Ja. Ja, wenn du den Eingangsfest viel anpasst, wird es immer schwächer. Da ist es ganz schlimm. Da. Da ist es ganz schlimm. Also es verzerrt jetzt. Es verzerrt und beleuchtet Dauer. Und wie lösen wir das Problem? Hm. Wir müssen das Signal schwächer machen. Aber das machen nicht wir, das lassen wir die Elektronik machen. Und die Elektronik heißt Automatic Gain Control. Also wir bräuchten eine AGC und haben wir auch. Wir haben einen Ausgang, einen Steuerausgang von der AGC und wir haben einen Steuereingang beim Empfänger, den die AGC interessiert. Und jetzt hören wir mal, was passiert, wenn ihr Flose das AGC-Modul, wenn man so möchte, aktiviert. Den Ausgang mit dem Eingang verbinden. Aha. Ah. Steckt die AGC nochmal aus, dass man den Unterschied besser hört. Ausgesteckt und wieder anstecken. Ah. Schon funktioniert das. Das verkehrt es nicht mehr. Der Sender verzerrt auch nicht mehr. Ja. Der hat ja vorher sehr stark verzerrt. Ich glaube, wenn man die AGC ausstoppt, du musst den Eingangskreis nachher gleichen. Okay. Vergiss es nicht. Den Eingangskreis. Ja? Du musst den danach gleichen. Der Eingangskreis, ich habe einfach nur ein bisschen mehr. Ja, verzerrt ja extrem. Und mit AGC hört das sich richtig gut an. Ja, verzerrt nicht mehr. Super. Das weiß der Superhead mit AGC.